Hallo, hier ist wieder der gefallene Gamer im Let's Play Together SCP Containment Breach. Und ja, wir machen ein neues Spiel. Wir wissen noch gar nicht, um was es geht. Wir haben es angezockt, aber trotzdem nicht so richtig verstanden, um was es geht. Wir, und mal abwarten, wie es wird. Okay, wir nennen uns LPT. Slenderman Gang. Oh, es gibt noch Slenderman G. Okay. LPD Slenderman und Start. So. Es lädt und lädt und lädt. Und ja. Zwei rumstehende Dummies. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Mal gucken. Mal gucken, wie es wird. Hallo. Das ist Please approach SCP-173 for testing. Klar. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173. Alles aufnehmen, was geht. Eine düstere Atmosphäre. Hui hui. Also das Spiel, das kann ich. The site is experiencing multiple Keter and Euclid level containment breaches. Full site lockdown initiated. Mal sehen, was wir hier haben. Irgendwie, ich weiß nicht, das war ein Stromzaun wahrscheinlich. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir es doch gleich nochmal. Weil es so schön ist. Wir nennen uns La La La. Ich will jetzt nochmal so einen Text eingeben. Und nun gucken, was uns diesmal erwartet. Wenn es schon heißt, dass es ein Level Seed gibt. Wir treten natürlich wieder ein. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Das Ding. Ich glaube, das ist das, was uns verfolgen soll. Hab ich auch gesehen. Please approach SCP-173 for testing. Nichts sagen, außer dass hier oben ist. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173. Wir dürfen hier schon wieder durch. Was gibt's hier? Mach diesmal ein bisschen langsam. Definitiv dürfen wir nicht an das Vieh oder was auch immer das ist drankommen. Okay, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder und ich informiere mich erstmal über dieses Spiel. So, hier sind wir wieder und haben es uns jetzt angeguckt. Auf Tabulator kann man sogar speichern. Ein automatisches Blinzeln geht auf der Leertaste. Und auf F1 können wir das Spiel sogar speichern. Hört sich nicht schlecht an. Gefallener Gamer. Wow, das passt sogar rein. Und auf Start. Extra nur für dich. Hier. Yep. So. Es lädt noch. Gut, diesen Raum kennen wir jetzt schon zum dritten Mal. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Was auch immer das ist. Ach so, blinzelt man.
SCP-173 for testing. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So please maintain direct eye contact with SCP-173 and just... Wir machen jetzt einen kleinen Seitenwechsel. Ja, du wirst spielen. Joho. So, kleiner Seitenwechsel. Jetzt spiele ich. Oh ja. Mal sehen, wie du dich so schlägst. Man. Probieren wir es einfach mal. Also eigentlich dachte ich bei SCP, dass das Treppenhaus-Spiel kommt, aber jetzt haben wir mal das hier und können es mal ausprobieren. Freut euch schon auf unseren nächsten Versuch, der irgendwann mal folgen wird, wenn wir uns ein bisschen mehr über dieses Spiel informiert haben. Bis dahin, der Download-Link wird hier auch in die Kommentare reingesetzt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Du darfst auch Tschüss sagen. Ciao.